Schubladen. Na Ruhe miteinander. Das Hotel wird nicht geschlossen. Karten sagen aber was anderes. Steht schlecht im Mund. Das hätte ich dir auch ohne deine Karten sagen können. Verschachert wird's und weggerissen. Sag einmal, hat uns der Willi je im Stich gelassen? Ihr kennt doch alle den Onkel Willi, genauso gut wie ich. Ich bin sicher, er hat für uns vorgesorgt. Und soviel ich weiß, erbt sein Neffe, der Richard, das Hotel. Der wird sich einen Scheiß drum kümmern, was er sonst wird. Der holt sich seinen Scheck ab und weg ist er. Und ich sag euch, der Richard Steiner, der wird uns helfen. Herr Bramberg, ich glaube, Sie missverstehen da etwas. Was aus den Angestellten wird, das ist nicht mein Problem. Ich sorge lediglich für die zügige Abwicklung eines branchenüblichen Geschäfts. Weiter nichts. Warum kommen Sie nicht her und sagen meinen Angestellten ins Gesicht, dass sie bald auf der Straße sitzen? Die sitzen auf der Straße, weil sie Misswirtschaft betreiben, Herr Bramberg. Ja, Sie wissen doch genau, dass dieses Konsortium nur eines will. Die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen und den anderen schlechte Verträge aufzwingen. So ist es nun mal, wenn Sie mit weltweiten Märkten konkurrieren wollen. Herr Bramberg, meine Zeit ist bemessen. Mein Büro wird Sie auf dem Laufenden halten. Schönen Tag noch. Frau Breuer. Frau Breuer! Robin! Hallo, Opa. Was machst du denn hier? Final Countdown 2. Final Countdown 2. Guten Morgen, Herr Steiner. Guten Morgen. Ah, ich stehe beim Frühstück. Wenn Sie so fragen. Sie sind und bleiben eine echte Assistentin. Eine Assistentin mit geregelter Arbeitszeit und einem Privatleben. Jetzt werden Sie nicht persönlich. Was macht Robin hier? Das Kindermädchen Ihrer Tochter ist krank. Lassen Sie uns mal die Zwangsvollstreckung gegen Kunzmann besprechen. Gerne. In 12 Minuten. Wenn ich eine bessere finde, werden Sie ausgetauscht. Ich weiß. Morgen, Paps. Hast du einen Moment? Morgen, Clarissa. Ich bin mal die Akte zum Übernahmeverfahren gegen Bramberg durchgegangen. Ja, die Frau Scholz bearbeitet die Angelegenheit. Ja, schon, aber... Clarissa, bitte, ich meine, dein Arbeitseifer in allen Ehren, aber für sowas fehlt dir noch die Erfahrung. Aktennotiz im Verfahren, Kunzelmann. Guten Morgen, Dr. Steiner. Guten Morgen, Frau Dr. Scholz. Haben Sie einen Augenblick für mich? Kommt drauf an. Naja, ich hätte da einige Optionen. Annette, bitte. Frau Breuer kommt jeden Augenblick. Na und? Eine loyale Angestellte sieht über sowas hinweg. Ich möchte, dass sie ihre Loyalität woanders beweist. Wie ich? Bitte, Annette. Gut, wie du möchtest. Aber heute Abend bist du dran. Morgen Abend. Was Wichtiges? Meine Frau hat einen Termin zugesagt. Geht ihr endlich zum Scheidungsanwalt? Also bitte lasst diese Scherze. Wieso? Du sagst doch immer, ihr habt euch auseinandergelebt. Ja, haben wir ja auch. Dann beweis es mir. Wenn Sie dann die Firma Kämpfer noch mal anmachen. Habt ihr einen wichtigen Fall, Opa? Robin, du kannst nicht einfach so hier reinplatzen. Ich kümmere mich darum. Vergessen Sie die Akte nicht. Und was haben Sie für einen wichtigen Fall? Christina! Bist du oben? Christina? Ah, da bist du. Abend, Richard. Abend. Wo ist eigentlich der Makler? Der Makler musste leider gehen. Wieso? Der Termin war vor 1,5 Stunden. Also für so einen Auftrag kann man ein bisschen mehr Engagement erwarten, oder? Er will nichts von uns, wir wollen was von ihm. Normalerweise bist du der pünktlichste Mensch der Welt. Aber das ändert sich schlagartig, wenn es um was geht, was mir wichtig ist. Langsam habe ich das Gefühl, du willst das Haus gar nicht mehr. Solange wir unsere Wohnung in der Stadt behalten, ich damit kein Problem. Kein Problem? Ist ja eine wunderbare Voraussetzung für ein gemeinsames Leben auf dem Land. Seit 2 Jahren reden wir davon, rauszuziehen. Und du weißt genau, wie sehr ich mir das wünsche. Ja, wir können ja drüber reden. Aber bitte, wenn du nicht willst, aber dann sag es endlich, klipp und klar. Und hör auf, mich hinzuhalten. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich will ich dieses Haus. Christina, wo willst du hin? Erstmal zu Clarissa.
Sie hat mich sowieso gebeten, die nächsten Tage auf Robin aufzupassen. Und dann? Vielleicht besuchen wir unseren Sohn in Princeton. Frank wird sich bestimmt freuen. Onkel Wilhelm ist gestorben. Hier ist die Ladung zur Testamentseröffnung. Dass ich es so erfahren musste? Wundert dich das? Ich meine, wie lange hast du deinen Onkel nicht gesehen? 40, 50 Jahre? Dafür gab es triftige Gründe. Für deinen Vater vielleicht. Du hattest keine. Trotzdem, es tut mir sehr leid für dich, Richard. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Was meinst du damit? Richard, ich habe einfach nicht mehr das Gefühl, deine Frau zu sein. Wir leben nebeneinander, nicht miteinander. Ah ja. Und da ist es die beste Lösung, einfach zu packen und abzuhauen. Ja, versuchst du wieder mir die Schuld in die Schuhe zu schieben? Bitte geh nicht. Was ist mit dem Testament? Glaubst du, dein Onkel vererbt dir was? Und wenn schon, die Bruchbude kann er behalten. Wir fahren dahin. Christina, bitte. Den Koffer packe ich jedenfalls nicht mehr aus. Jetzt liegt es an dir, ob ich damit zu Clarissa fahre oder für 3 Tage mit dir an den Tegernsee. Das ist Erpressung. Das ist, wie du willst. Die Entscheidung liegt bei dir. Warum ausgerechnet Jungschwan? Ja, weil heute ein besonderer Tag ist. Johann, hast du die Rahmsätze kalt gestellt? Ja, ist das so. Und vergiss nicht Zwiebelknödel. Ist recht. Am Städter kannst du nicht trauen. Da nutzen dann keine Extrawürst. Sind wir nicht zu ihm, wird er nicht zu uns sein. Jetzt sehen es klappt. Aber nicht, dass du nachher enttäuscht bist. Hauptsache ist, dass du mich nie enttäuscht. Einer muss sich um dich kümmern. Halt an, bitte. Jetzt, wo ich gerade überholen konnte. Ihm ist schlecht. Ich hab's gehört. Da. Das ist es. Das kann doch nicht sein. Die Luft wird dir gut. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich finde es wunderschön. Ja, was soll denn das werden? Die Belegschaft des Hotels heißt sie herzlich. Ist der süß. Da musst du erst den Besitzer fragen. Ja? Bruno liebt Kinder. Der beißt ganz bestimmt. Er hat deinen seligen Onkel gehört. Grüß dich, Richard. Kennen wir uns? Also, ich bin doch... Der Lochbrunner, Hannes. Das gibt's doch nicht. Darf ich bekannt machen, das ist meine Frau Christina. Grüß Gott. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Grüß Gott. Du arbeitest in diesem Hotel? Seit fast 40 Jahren. Ah, sozusagen die gute Seele des Hauses. Sehr gut. Ja, dann kümmere dich bitte um das Gepäck und zeig uns unser Zimmer. Sonst noch was? Ja, einige Leute möchten dich kennenlernen. Die guten Geister unseres Hotels. Elisabeth Lochbrunner, unsere Köchin und meine Frau. Tag. Toni Schumacher, Oberkellner. Tag.
und Traut Linde Schopf, unser Tag. Zimmermädchen und die Angenehm, Anker. Angenehm. Wirklich sehr freundliches Personal. Entschuldigung. Sehr angenehm. Ja, und das ist unsere neue Lobby. Auf die sind wir besonders stolz. Die Sanierungsarbeiten wurden erst in diesem Frühjahr abgeschlossen. Oh, sehr überraschend für diese Gegend. Fast mediterran. So warme und freundliche Farben. Bisschen bunt, oder? Guter Innenarchitekt. Danke. Das war Ihre Idee. Gratuliere, sehr gelungen. So, können wir jetzt endlich das Zimmer sehen? Natürlich, darf ich vorgehen? Wirklich sympathisch, der Mann. Findest du? Den konnte ich als Kind schon nicht ausstehen. Ich weiß nicht, ob das nicht eher für ihn spricht. Badezimmer. Suite. Also besonders geräumig ist das nicht hier. Wieso denn? Ich finde das sehr gemütlich. Die Farben, das Licht. Schön. Ja, 3 Tage werden wir das hier schon aushalten. Ein schönes Stück. Und gut restauriert. Sie verstehen was davon? Alte Möbel sind meine große Leidenschaft. Gehört das dazu? Was? Ja, das Haus. Gehört das zum Hotel? Da hat dein Onkel gewohnt. Das hat der Willi gebaut, damit wir im Hotel mehr Gästezimmer haben. Ich verstehe. Glaubst du nicht, dass was Wichtiges fehlt? Was? Gäste. Wo sind die denn? Auf dem Parkplatz ist kein Auto, im Hotel ist kein Mensch. Tja, wir haben im Augenblick tatsächlich zu kämpfen. Vor 6 Wochen hat hier ganz in der Nähe so ein modernes Wellness-Hotel eröffnet. Aber normalerweise belebt der Konkurrenz das Geschäft. Tja, von wegen. Die wollen uns mit Kampfpreisen ruinieren. Aber jetzt bist ja du da. Und da wir alle davon ausgehen, dass du das Hotel erbst, also die wollen das Hotel einfach wegreißen. Für den Golfplatz. Das ist nicht Ihr Ernst. Christina, wir müssen zum Notar. Tja, ohne Ihre Hilfe sieht's düster für uns aus. Lieber Richard, nun weil ich endgültig nicht mehr unter dem Leben. Aber auch wenn ihr mich nicht mehr seht, ich bleibe immer bei euch und schaue von oben auf euch herab. Wenn der werte Notar Frei dir diese Worte vorliest, heißt das, du bist endlich wieder in deiner Heimat, der du vor so vielen Jahren den Rücken gekehrt hast. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, könnten Sie bitte zum Wesentlichen kommen? Vielleicht. Hiermit vermache ich meinem Neffen Richard Steiner das Hotel samt dazugehörige Grundstücke. Na bitte. Dann hat sich unser kleiner Ausflug ja doch gelohnt. Fahren Sie fort. Ich meine natürlich auch in anderer Hinsicht. Jedoch knüpfe ich an die Annahme der Erbschaft eine Bedingung. Vom heutigen Tag an musst du das Hotel leiten und alle Aufgaben eines echten Hotelchefs übernehmen. Für 4 Wochen. Meine Angestellten werden dem Notar Bericht erstatten, wie ernst du deine Aufgabe genommen hast. Erst nach dieser Zeit kannst du mit dem Haus anstellen, was du willst. Bitte? Vom heutigen Tag an musst du das Hotel leiten. Ja, ja, ist schon gut. Sag mir, ist der Onkel Willi auf seine alten Tage verrückt geworden? Wieso? Das ist doch ein faires Angebot. Faires Angebot. Ja, und ich kann meine Kanzlei 4 Wochen zumachen. Und meine Mandanten? Lade sie halt als Gäste in das Hotel ein. Also mir ist jetzt wirklich nicht nach Scherzen zumute. Ich verzichte. Wo muss ich unterschreiben? Also darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Meine Frau und ich, wir reisen in 3 Tagen ab. Wenn Sie bis dahin alles vorbereiten. Komm, Christina. Ja, komm. Herr Kollege. Mein Vater wusste schon, warum er mit seinem Bruder nichts mehr zu tun haben wollte. Dein Vater war ein Sturkopf, mit dem man nicht reden konnte. Ich kann dir auch sagen, was ihn dazu gemacht hat. Das waren die Gehässigkeiten von Onkel Willi.
und wie gehässig er war. Er hat dir ein Haus vererbt. Und ein ganz wundervolles noch dazu. Also ein bisschen mehr Verständnis könnte ich von meiner Frau schon erwarten. Siehst du nicht, wie man das hier zu schaffen macht? Richard, andere wären glücklich, so etwas zu besitzen. Ja, besitzen vielleicht, aber darin arbeiten. Wen rufst du an? Meine Kanzlei. Hast du nicht was vergessen? Und was soll ich denn vergessen haben? Wir sind hier, um ein paar romantische Tage zu verbringen. Ohne Telefon, ohne Arbeit. Wir könnten uns ja zum Beispiel mal wieder unterhalten. Ja, zumindest haben wir Glück. Fangen wir jetzt bloß nicht mit dem Wetter an. Noch ein Wunsch, gnädige Frau? Wo bleibt mein Kaffee? Ist in Arbeit. Vielleicht noch einen Knödel? Ja, gerne. Davon kann man gar nicht genug kriegen, nicht wahr? Ja. Falsche Baustelle, Casanova. Bringen Sie das in die Küche. Schönen Gruß. Der Anschlag mit Cholesterin ist fehlgeschlagen. War mir zu fett. Das hat er gesagt? Ach, so ein Trottel. Am besten ist, du schützt ihm seinen Kaffee über den Schädel. Der Richard hat die Erbschaft abgelehnt. Na super. Und da hätte man den ganzen Schmutz ersparen können. Das ist eine Katastrophe. Na, die war's, den zum Chef zu haben. Jetzt sind wir erledigt. Aber geh. Wir hätten das so heiß gegessen, wenn es gekocht wird. Grüß Gott, die Herrschaft. Kennen wir uns? Knoll, mein Name. Kurt Knoll. Sie sind der Neffe von Wilhelm Steiner, nicht wahr? Bitte, nehmen Sie Platz. Ich arbeite für Golf Universum. Ein Unternehmen, das Golfplätze plant und errichtet weltweit. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Verstehe. Aber in dem Punkt werden wir uns sicher einig. Machen Sie einen Witz? Ich könnte noch 5% drauflegen. Dafür müsste es dann aber schnell gehen. 3 Millionen? Sind 4 Wochen schnell genug. Guten Tag, Herr Moll. Mein Name ist Knoll. Was soll denn das? Erbringen Sie mir einen normalen Kaffee. In Arbeit. Ich hätte auch gerne einen Kaffee, bitte. Sehr gern, gnädige Frau. Darf für Sie auch was sein, Herr Moll? Also, Interesse? Nein. Ja. Kriegen Sie den Vertrag in 4 Wochen in trockene Tücher. Sie bekommen umgehend einen Vorvertrag zugeschickt. Mein Büro wird sich darum kümmern. Ich selbst muss morgen in die Karibik. Wir eröffnen dort ein neues Golfresort. Also, falls Sie mal Lust auf Tropen haben. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, jetzt schau mich nicht so an. Wenn ich die Erbschaft ablehne, fällt das Haus an die Gemeinde. Und die reißen den Schuppen sowieso ab. Also, warum sollten die das Geld einstreichen? Hast du bei deinem Verkaufsgespräch nicht eins vergessen? Du hast die Erbschaft abgelehnt. Hallo, Herr Notar. Hier ist noch mal Steiner. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Und denk an den Gerichtstermin am Dienstag. Ja, klar schaffst du das. Ich meine, notfalls ist die Frau Scholz da. Und wenn irgendwas ist, ich bin über Handy zu erreichen, hast du die Faxnummer von der Zelle. Gute Nacht, Robin. Schlaf gut. Gute Nacht, Omi. Den Urlaub sagst du selbstverständlich ab. Und um Robin mach dir mal keine Sorgen. Er fühlt sich hier saugut. Clarissa, das hat jetzt nun wirklich Vorrang. Du wolltest mir doch immer beweisen, was du auf dem Kasten hast. Also bitte, halt dich dran. Na, bis morgen, Pussy. Und was ist mit den Leuten? Was für Leuten? Na, den Angestellten hier. Oder soll ich besser sagen, deinen Angestellten? Ja, was soll mit denen sein? Kannst du das wirklich vor dir verantworten, dass die alle auf der Straße sitzen? Ja, die werden doch irgendeinen Job finden. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach, das weißt du ganz genau. Christina, das ist nun wirklich nicht mein Problem. Es ist deins geworden, in dem Moment, als du die Erbschaft angenommen hast. Ja, hätte ich das abschlagen sollen. Ich bitte dich, 3 Millionen in 4 Wochen. Ist ja wie ein Lottogewinn. Geld haben wir genug. Davon kann man nie genug haben. So, und ich nehme jetzt erst mal ein Bad. Du hast doch gehört, was der Notar gesagt hat. Der Steiner muss das Hotel vorher 4 Wochen leiten, bevor er es verkaufen kann. Umso schlimmer.
Wirst sehen. Erst wird er uns nach Strich und Faden schikanieren und dann wird er uns auf die Straßen setzen. Guten Abend. Ach, Frau Steiner. Guten Abend. Ist die Bar noch geöffnet? Selbstverständlich. Das ist gut. Ich könnte was Hochprozentiges gebrauchen. Cognac? Ja, bitte. Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Eine Laus? Mein Mann. Ich glaube, ich schenke Ihnen lieber gleich reinen Wein ein. Mein Mann wartet nur drauf, das Hotel an diesen Knoll zu verkaufen. Wir haben uns das eh schon gedacht. Der Toni hat ihn mit dem Knoll gesehen. Es tut mir leid, aber was aus Ihnen wird, ist dem völlig egal. Ihnen nicht? Natürlich nicht. Früher war Richard ganz anders. So eine Aufgabe hätte ihn gereizt. Ihr Mann und ein Hotel leiten? Wenn er etwas liebt, dann Chef spielen. Aber so wie die Lage im Hotel gerade ist, sieht es nicht nach Vollbeschäftigung für ihn aus. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre das ganz anders, wenn wir Gäste hätten. Ja, wenn Gäste da wären. Ich könnte wetten, früher oder später würde er Gefallen an der Aufgabe finden. Leider werden wir das nie rauskriegen. Warum eigentlich nicht? Morgen haben wir jede Menge Gäste. Das Hotel ist komplett ausgebucht. Wie bitte? Ich verspreche Ihnen, Ihr Mann kriegt alle Hände voll zu tun. Ich habe mir da was überlegt. Ich denke, das könnte funktionieren. Mirko, bist blöd? Stell ihn am hinteren Parkplatz. Er ist schon gut, Chef. Ja. Ich will nicht aus Berlin kommen. Reg dich nicht auf, wir haben im Theaterfund das Korn das Kennzeichen gehabt. Okay? Ja, trotzdem, ich mag Berlin nicht. Ja, sag's einmal, wie kommt denn ihr daher? Ja, sollt ihr meine Schweindel im Anzug füttern? Ja, also dann zieht's wenigstens ein Mäntel aus und geht's kein Nein in den Frühstücksraum. Und bitte lass mir die Gummistiefel unter den Tisch verschwinden. Susi, warum kommst denn so spät? Bitte beeil dich doch ein bisschen. Mei, im Großmarkt war der Teufel los. Warum muss ich eigentlich ausgerechnet aus Berlin kommen? Ist doch wurscht, woher du kommst. Hauptsache, du verrätst dich nicht. Und wenn dich jemand fragt, dann sagst du halt nur, du wohnst erst seit einem halben Jahr in Berlin. Komm. Aber ausgerechnet Berlin, warum denn in Köln? Das jetzt geht nicht. Komm, stell dich doch her und auf deinen Check. Pass mal auf. Habt ihr alle eure Koffer mit? Ja. Gut. Und ihr wisst, was zu tun ist, hm? Ja. Eins sag ich euch. Blöd ist der Steiner nicht. Also, führt euch nicht auf, bitte. Hm? Elf Anrufe. Morgen. Wieso hast du mich nicht geweckt? Wo du endlich mal wieder richtig schläfst. Was für deine Umwelt übrigens sehr erholsam ist. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Was machst du denn so einen Stress? Ich habe noch einen kleinen Nebenberuf. Wenn dich da mal nicht täuscht. Ab heute hast du zwei. Das Hotel mache ich mit links. Achtung, es geht los. Also, merkt euch eines. Egal, was ihr von ihm haltet. Und egal, wie er sich aufführt, er muss sich mit uns wohlfühlen. Ja. Ja, ja, Chef, ja. Liebe Gäste, es freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Seien Sie sicher, der ganzen Belegschaft des Hotels, selbstverständlich einschließlich meiner Person, nichts mehr am Herzen liegt, als Ihren Aufenthalt hier so schön wie möglich zu gestalten. Ich sehe viele bekannte Gesichter. Einige von ihnen habe ich schon oft gesehen. So, dass ich sie fast zur Familie zählen möchte. Willkommen zu Hause. Ah, guten Morgen, Richard. Was für ein netter Zufall. Liebe Gäste, darf ich Ihnen unseren werten Chef vorstellen? Ja,
Sie sind ja noch stattlicher, als ich gedacht habe. Imposantes Erscheinung. Schätze, du hast neue Fans. Pacaco, si prijatelju moj, ha? Si dobro? Ja. Christina, kommst du? Tag. Mach ich oder träum ich? Wenn du willst, kneif ich dich. Wir würden gerne frühstücken. Ja, da ist die Küche. Sehr freundlich. Ja, Sie sehen doch, was hier los ist. Das beste Frühstück, das ich je hatte. Richtig gute Küche hier. Ganz tolles Management. Sag mal, hast du keine Augen im Kopf? Entschuldigen Sie, das sind meine. Habt ihr keine Augen im Kopf? Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Ja, dann setzen wir uns erst mal dahin. Mhm. Danke sehr. Zwei Spiegel, einmal hin und aus. Wird da langsam Zeit. Die tragen Sie nicht verloren raus. So geht es aber nicht. Wie dann? Einfach nur Zeit absitzen ist nett. Wenn Sie wirklich so scharf auf der Erbschaft sind, sollten Sie sie langsam ins Zeug legen. Ansonsten muss ich den Notar in 4 Wochen stecken, dass Sie keinen Finger gekrümmt haben. Woher wollen Sie denn das wissen? Also, gehen wir? Können Sie lang warten. Ich werde hier niemals auch nur irgendjemanden bedienen. Vom Chef persönlich. Da schmeckt's ja gleich noch besser. Was machst denn du da? In deinem Zustand? Du weißt eh, dass du mich nicht da haben willst. Damit du auch ungestörter jedem Rock hinterherlaufen kannst. Jetzt fang nicht wieder damit an. So, bitte. Ja, was ist? Ist Ihnen nicht gut, solchen Arzt rufen? Ihr Männer, ihr seid doch alle gleich. Wie bitte? Hauptsache, ihr könnt der Frau schöne Augen machen. Entschuldigung, ja. Dabei wollte er das Baby auch. Und jetzt kann er mich gar nicht schnell genug loswerden. Der schuft. Toni, wir haben hier zufällig einen sehr freundlichen Mitarbeiter, der immer ein Ohr hat für die Wünsche von unseren Gästen. Vor allem für die weiblichen. Willst du, dass mir alle auffliegen? Arbeitest du dich langsam ein? Sehr witzig. Wieso? Für den Anfang gar nicht so schlecht. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Noch 4 Wochen und du hast das Hotel im Griff. Die Semmel packe ich Ihnen am besten ein. Ja, wieso? Der Kühlschrank ist leer. Ich muss frühstücken. Bin total unterzuckert. Ja, genau. An Zucker braucht man auch. Und es pressiert. Es eilt. Der Einkauf ist bei uns Chefsache. Das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dass du mir den Ort zeigst. Und was zum Anziehen brauchen wir auch. Wir können die Clarissa anrufen, die kann uns was zusammenpacken und hierher schicken. Ach, den feinen Zwirn, den lassen Sie mal schön daheim. Da tragt man Zweckmäßiges. Eben. Ja, dafür brauche ich einen Lastwagen. Soll das ein Witz sein? Mit dem kommen wir doch keine 100 Meter weit. Auf Ihres Verlass? Seit 20 Jahren leistet er uns treue Dienste. Mit so einem haben wir unseren ersten Urlaub in der Toskana gemacht, weißt du noch? Meinst du die Fahrt, wo wir eine Panne nach der anderen hatten? Dafür sind wir immer an den romantischsten Stellen liegen geblieben. Sei doch mal ein bisschen abenteuerlustig. Wie früher. Wo denn hier hin? Ja, glaubst du, meine Gier meinten Sie von allein? Herr, ich muss in meinen Laden. Aber zum Abendessen setzen wir wieder da, ja? Eben. Aber zahlen tue ich nichts. Brauchst du nicht. Und pass auf, dass er euch nicht sieht, ja? So, an einer Schreiben kann raus. Und an der Steuersache Vintix bin ich dran. Ah, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen.
Papa soll gar nicht erst auf die Idee kommen, dass es hier ohne ihn nicht läuft. Ja, das kannst du sowieso nicht verhindern. Setz dich nicht so unter Druck. Hallo, Clarissa. Hallo. Kommen Sie klar? Machen Sie ein Anschreiben bitte und dann schicken Sie diesen Vorvertrag an Bramberg. Danke. Darf ich die Akte Bramberg mal sehen? Jetzt noch, mein Schatz. Frag mich was Leichteres. Und den Kranz fürs Stocker bewegt. Was hast du denn fertig? Ja, ja, freilich. Bei denen ich muss genau schauen, weil die. Mhm. Ist schon. Ja, Susi, was hast du denn? Jetzt haben wir ja fast alles und du hast ja eine kleine Pause verdient. Zur Belohnung gehen wir was Zünftiges für dich einkaufen. Belohnung? Ja. Ich weiß gar nicht, was du willst. Die Sachen stehen dir so gut. Und bequem sind sie auch. Ja, ich weiß nicht. Bei den Verkäuferinnen bist du jedenfalls sehr gut angekommen. Ja, bei denen. Meinst du nicht, dass ich darin aussehe wie so ein verkleideter Tourist? Aber nein, ich finde, du siehst toll damit aus. Nein, du siehst toll aus mit deinem Fashion-Dirn. Wirklich? Ja. Da haben wir jetzt eigentlich alles. Ich hab noch nie sowas getragen. Ob wir noch was brauchen? Brot fehlt noch. Da drüben ist der Bäcker. Der Grabmeier, sag mal, den gibt's immer noch. Hm. Guten Tag. Das hat sich hier natürlich verändert. Aber der Grabmeier war immer schon bekannt für seinen besonders guten Blaubeerkuchen. Er ist nicht mehr im Sortiment. Das ist aber schade. Guten Tag. Wir holen die Bestellung für Sonnenbichl. Ja, das ist doch der Steiner, Richard. Ja, das gibt's ja nicht. Sie erkennen mich wieder. Ja, freilich. Der Richard. Und wer ist das bezaubernde Mädchen? Das ist meine Frau Christina. Guten Tag. Respekt, Respekt. Hat sich der kleine Ausflug in die Stadt gelohnt. Mhm. Danke. Ja, ihr kommt wegen der Weißbrote. Gell? Die ja. Elisabeth hat schon angerufen. Ja, also, dass du jetzt tatsächlich das Hotel übernimmst. Ja, nur vorübergehend. Ja, wäre der Zeit, dass du da zurückkommst. Aber dass du dich über 50 Jahre nicht in der Heimat hast blicken lassen. Schande. Ja, Berge sind eigentlich nicht so mein Fall. Was? So ein Schmarrn. Auf jeden Buckel bist du aufgeraxelt. Ich? Da müssen Sie sich irren. Ich bin meinem Vater heute noch dankbar, dass ich in der Großstadt aufgewachsen bin. Also, dein Vater. Ja, war nett, Sie wiedergesehen zu haben. Danke. Ist schon recht. Für dich. Wiedersehen. Wiedersehen. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Warum muss man dir immer alles aus der Nase ziehen? So ein Streit kommt in den besten Familien vor. Wenn jemand seiner Heimat so gründlich den Rücken gekehrt hat wie dein Vater, dann muss schon was Besonderes vorgefallen sein. Der Onkel Willi hat das Haus gehabt. Und mein Vater hat, wie man hier zu sagen pflegt, mit dem Ofenrohr ins Gebirg geschaut. So sieht's aus. Au, Pitschku, Materin. Was denn sonst? Nur weil man ihm das Studium finanziert hat, sollte er auf seinen Anteil am Haus verzichten. Ich hätte genauso reagiert. Was ist denn das? Hey!
wird jetzt ein bisschen länger dauern. Das haben wir gleich. Je eher wir anfangen, desto schneller sind wir fertig. Aber meine Dame, das ist doch keine Aufgabe für Sie. Kameraden, an die Arbeit. Marsch. Entschuldigung. So zuvorkommende Gäste habe ich ja noch nie erlebt. Die wollen doch sicher was von uns. Ja, wir wollen uns bedanken für diesen wunderbaren Aufenthalt bei Ihnen. Ich lebe schon seit 30 Jahren da und es wird schöner und schöner. Sie leben hier? Ja, nein, ich komme natürlich hierher. Es ist sozusagen meine zweite Heimat geworden. Na, habt ihr alles gekriegt? Sicher. Und mein Mann hat sich gar nicht so dumm angestellt. Das Packesel, meine ich. Oh, ging ja schneller, als ich dachte. Ich habe nicht vor, mir den ganzen Tag zu versorgen. Ja, umso besser. Was machen Sie denn mit dem Tischchen? Bringen ihn in die Werkstatt. Das Hotel hat eine eigene Werkstatt? Tja, wir können es uns nicht leisten, jeden kleinen Schaden gleich in eine Schreinerei zu bringen. Dürfte ich die Werkstatt mal sehen? Sie gehört ja quasi Ihnen. Was soll denn das? Ja, wäre gut, wenn du bis 6 Uhr damit fertig wärst. Danach musst du dann dem Toni im Restaurant aushelfen. Du kommst doch sicher ohne mich zurecht, mein Schatz. Da sind Sie aber gut bestückt. Alles, was man zum Restaurieren braucht. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Ich habe das zwar mal gelernt, aber jetzt mache ich das nur noch als Hobby. Schade, dass Sie Onkel Willi nicht mehr gekannt haben. Sie hätten sich bestimmt gut verstanden. Ja, das denke ich auch. Immer mehr. Schön, dass Sie unsere Leidenschaft teilen. Für alte Möbel. Na? Dieser Lochbrunner, ja? Der hat sie nicht mehr alle. Oh, mein armer Schatz. Ja, mir tut alles weh, was einem nur wehtun kann. Oh. Du kannst mich mal hier zwischen den Schulterblättern, bitte. Ja, genau da. Oh, das tut so gut. Ja. Oh. Wenn du nicht zwischendurch immer wieder so ein Ekelpaket wärst. Ekelpaket? Ja, dann könnte ich richtig stolz auf dich sein. Nur weil ich Bierfässer schleppe? Ich hab dich beim Abladen gesehen.
Es hatte fast was Erotisches. Ja, vielleicht hättest du besser einen Bierkutscher heiraten sollen. So schwere körperliche Arbeit habe ich dir gar nicht mehr zugetraut. Christina, tust du mir einen Gefallen? Natürlich. Kannst du mir meinen Blutdruck messen, weil ich bin absolut nicht mehr dazu imstande. Der ist garantiert in Ordnung. Oh ja. Also das eine sage ich dir, so etwas mache ich bestimmt nicht noch mal mit. So wie ich den Lochbrunner kenne, wirst du da nicht herumkommen. Ja, kennst du mich aber schlecht. Christina, du hast recht. Wir haben genug Geld. Du willst aufgeben? Mir ist schon klar, dass das heute nicht gerade ein Urlaubstag für dich war, aber ein bisschen Durchhaltevermögen habe ich schon von dir erwartet. Okay, ich kann dich nicht zwingen, aber denk dran, was du mir versprochen hast. Von mir aus reisen wir übermorgen ab, aber keinen Tag früher. Abgemacht? Richard. Guten Morgen. Morgen? Sie sind aber heute früh dran. Ich hätte eine Bitte an Sie. Das heißt, ihr an Ihren Mann. Ach ja? Ich glaube, er hat Richard gestern etwas zu hart drangenommen. Die Hotelarbeit ist nun mal kein Honigschlecken. Ja, aber noch so ein Arbeitstag und er schmeißt das Handtuch. Damit ist niemandem von uns gedient. Vielleicht könnte er Richard heute etwas schonender einteilen. Ich werde es ihm ausrichten. Danke. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht einen Arbeitsmantel für mich? Sie brauchen aber jetzt nicht für Ihren Mann einspringen. Aber nein. Ihr Mann hat mir gestern die Schreinerwerkstatt gezeigt. Und jetzt juckt es mich in den Fingern, mich an dem kaputten Tischchen zu versuchen. Ach so. Da hinten hängen Sie, bedienen Sie sich. Danke sehr. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn mein Enkel aufgestanden ist, ja? Mach ich. Ja! Oh. Darf ich vielleicht erst mal wach werden, bevor ich als Kellner rumhüpfen darf? Das ist für dich. Nach dem gestrigen Tag hast du dir eine Erholung verdient. Also, jetzt frühstück erst mal in aller Seelenruhe. Und dann genießt du deine wunderschöne Heimat. Wanderkarten? Was soll ich damit? Für Josef und seine Gruppe wäre es eine Ehre, wenn du sie führen würdest. Ja, wohin? An die schönsten Stellen deiner Heimat. Davon gibt es doch einige. Ja, aber... Finsterwald. Rechte Hand geht es zum... Nein, linke Hand geht es zum Wolfberg. Ja, wenn Sie alles besser wissen, warum übernehmen Sie dann nicht? Könnte ich gar nicht. Null Orientierungssinn. Na also, ich würde vorschlagen, wir wandern bis zur Mittertaler an und machen dann Brotzeit. Und zwar geht es da, da lang. Mittertaler Alm geht's aber da lang. Ja, mei, wenn er morgen. Die sind nicht auf der da oben sind. Sind wir verhungert? Schockt dir gar nichts. Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Steiner. Annette? Was? Nein, ich kann diesen Turn nicht mit dir machen. Du weißt doch, was hier los ist. Ja, glaube ich, ich würde nichts lieber machen, als mit dir segeln. Also bitte, jetzt mach keinen Stress. Wo ich bin? Ich stehe im Wald. Ja, das ist kein Witz. Das erkläre ich dir später. Ich rufe dich an, ja?
Ich komme! Sie hätten doch da vorne links gehen sollen. Tut mir leid, da muss ich Sie falsch verstanden haben. Ja, dann brechen Sie nicht so vor, wenn Sie schon keinen Orientierungssinn haben. Wir wollten uns ja nur bei Ihnen bedanken. Danken? Wofür? Dass Sie uns hierher gebracht haben. Da hat der liebe Gott ganze Arbeit geleistet. Das kannst du laut sagen. Robin, deine Mama ist am Telefon. Hallo Mama, ich schnitz gerade ein Pferdchen für dich. Dem Kleinen gefällt's hier. Wie es scheint, nicht nur ihm. Ist es richtig so? Ja. Das hätte der Onkel Willi auch nicht besser gekannt. Arbeit gibt es genug. Sie glauben gar nicht, was in seinem Hotel alles zu Bruch geht. Soll ich Ihnen helfen? Ach, ich komm schon zurecht. Mach ich gerne. Danke. So, stehen wir hier ab. Hier hat er also gelebt? Ja, und hier ist er auch gestorben. Das ist ja die reinste Schatzkammer. Willi hat modernen Kram verabscheut. Für ihn war es wichtig, dass die Dinge, die ihn umgaben, Geschichte haben. Für 4 Wochen wär's doch hier viel gemütlicher als in der Suite im Hotel. Ob sie einen Mann hier reinkriegen? Das Hotel ist doch ausgebucht. Da braucht man doch jedes Zimmer, oder? Na, habe ich euch zu viel versprochen? Der Herr Steiner ist ein richtiger Naturbursch. Ich bin tief beeindruckt. Ja, schöner wird's nimmer. Da kann ich jetzt das Wandern getrost aufgeben. Na, Kameraden, wie bedanken wir uns? Mein Vater war ein Wandersmann und mir steckt's auch im Blut. Drum andre ich froh, solang ich kann, und schwenke meinen Hut. Valerie, Valera, Valerie, Valera, Valerie, Valera, und schwenke meinen Hut. Danke. Bravo, ja, danke. Servus. Dankeschön, für gut. Ich danke. Danke, Herr toll war's. Bitte. Danke, süßer Brot. Okay. Schön war's, Herr Steiner. Ich danke euch nochmal, ja? Na? Deine Wanderung scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Langsam glaube ich, dass dir der Job Spaß macht. Ich denke überhaupt, in dir steckt mehr Hotelier, als dir lieb ist. Übrigens, deine Frau hat mir erzählt, dass sie euch schon länger überlegt, aufs Land zu ziehen. Hannes? Versuch nicht, die Christina und mich gegeneinander auszuspielen. Richard. Ich sag's ja nur. Na, ihr beiden. Was gibt's? Männersache. Reisen wir ab? Im Gegenteil. Clarissa? Ja? Herr Bramberg ist hier. Bramberg? Ihm ist schon klar, dass wir seinen Gegner vertreten und nicht ihn. Sehr klar sogar. Schick ihn rein. Geh hier nicht weg, bevor diese Sache nicht... Guten Tag, Herr Bramberg. Was Ihre Kanzlei da abzieht, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Unsere Kanzlei? Oder sollte ich sagen, Frau Scholz? Warum setzen Sie sich nicht erst einmal? Gern.
Du hättest mich wenigstens vorher fragen können. Und was hättest du geantwortet? Sieh dir mal diesen schönen Sekretär an. Ja, das ist deine Abteilung Antiquitäten. Ich finde das erdrückend hier. Man bekommt ja kaum Luft. Versuch's doch mal mit Atmen. Schau dir mal die Werte an. Und du sagst immer, das Landleben bekommt dir nicht. Das ist ja das Schreckliche. Du wirkst überhaupt viel gelöster. Die Landluft bekommt dir. Ich hab dich schon verstanden. Du bekommst dein Haus auf dem Land. Aber wir haben doch schon eins. Aber nur befristet, vergiss das nicht. Warum eigentlich? Ja, weil zwischen diesem Schuppen und meiner Kanzlei 600 Kilometer liegen. Wolltest du nicht sowieso in 2 Jahren aufhören? Also, wenn wir in Ruhestand gehen, dann sicher nicht hierher. Warum willst du eigentlich woanders ein Haus kaufen, wenn du hier eins erbst? Wir ziehen nicht hierher, basta. Gehen dir wieder mal die Argumente aus. Genau. Du bist so stur. Dann gehe ich lieber wieder zu meinen Möbeln. Herr Steiner! Bitte nicht jetzt. Für euch Männer ist nie der richtige Augenblick. Lassen Sie mich raten, wieder Ihr Freund? Ja, zuerst wollte er ja das Baby auch. Und jetzt sagt er, er kommt mit der Verantwortung nicht klar. Jagen Sie ihn zum Teufel, dann haben Sie endlich Ruhe und ich auch. Ja, aber ich liebe ihn doch. Was nützt denn das, wenn zwei Menschen so verschiedene Ansichten haben? Akzeptieren Sie einfach, dass sie nicht zusammenpassen. Wird ja auch langsam Zeit. Das Sahnehäubchen auf meinen Tag. Nix Sahnehäubchen. Wir brauchen frisches Brot für das Abendbuffet. Herr Steiner? Was denn noch? Fesch sehen's aus. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Entspricht es der Wahrheit, dass Sie sich während meiner Abwesenheit mit Herrn Bramberg getroffen haben? Sie waren in einem Außentermin. Also das kann man bestenfalls mit Ihrer mangelnden Erfahrung entschuldigen. Muss ich Ihnen wirklich erklären, dass es sich bei Herrn Bramberg um einen gegnerischen Mandanten handelt? Entspricht es der Wahrheit, dass er unter Druck gesetzt wurde, damit er dem Verkauf seiner Geschäfte an unseren Mandanten zustimmt? Wie bitte? Er behauptet, man wolle ihn nicht nur finanziell ruinieren, sondern auch seinen Ruf. Und dass Sie es waren, die Birgel Back dazu geraten hat, diese, sagen wir mal, drastischen Maßnahmen zu ergreifen. Was wollen Sie mir da eigentlich unterstellen? Wenn an dieser Behauptung irgendetwas dran ist, dann hat sich unsere Kanzlei an einer Nötigung beteiligt. In diesem Fall wird die Übernahme natürlich platzen. Wie naiv sind Sie eigentlich? Glauben Sie das wirklich? Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Herr Grabmeier? So, jetzt bin ich hier. Guten Tag, Herr Grabmeier. Für die bin ich der Herbert. Grüß dich. Pass auf. Doch, probier mal. Sie machen einen Blaubeerkuchen. Du machst einen Blaubeerkuchen. Ja, ich mache einen Blaubeerkuchen. Weißt du, seitdem meine Tochter ins Geschäft eingestiegen ist, hat sich einiges geändert. Papa, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen mehr Umsatz machen, sowas ist halt keiner mehr. Muffins, Brownies, Ciabatta. Überall das gleiche Zeug. Und überall schmeckt's gleich. Seit einer Ewigkeit hat keiner mehr nach meinem Blaubeerkuchen gefragt. Ich hab ihn selber schon fast vergessen. Aber dir ist er 50 Jahre im Gedächtnis geblieben. Wenn das kein Grund ist, wieder damit anzufangen. Thank you.
kann stolz sein auf dich. Wieso? Ich hab dir doch bloß geholfen. Ja, ich hab schon Lehrlinge gehabt, die haben sich viel dümmer angestellt. Genauso gut wie früher. Und genauso sind wir damals da gesessen. Schade um die vielen Jahre. Ich meine, du kennst ja die Geschichte. Na ja, ich kenn die Geschichte. Kennst du auch? Ja, wie meinst du das noch hat? Ja. Was hat dir der Vater erzählt? Der Wilhelm hat das Haus gekriegt und mein Vater, den hab's abgespeist mit ein paar Mark. Dein Vater ist freiwillig gegangen. Ja, was hätte er denn machen sollen? Als ein guter und erfolgreicher Anwalt zu werden, so wie du heute. Und wer, glaubst, hat ihm das Studium finanziert? War ja klar, dass nur einer von den zwei Buben studieren hat können. Und dein Vater hat sie nicht gemacht aus dem Haus, also hat's der Willi gekriegt. Aber glaub mir, das Haus war der Bruchbude. Erst der Willi hat's zu dem gemacht, wie es heute da steht. Ich gehöre nicht zu einer Familie und steht mir auch nicht zu, irgendwer die Rechnung aufzumachen. Aber eine Geschichte hat immer zwei Seiten. Ja, warum glaubst du dann, dass der Wilhelm, also der Onkel Willi, ausgerechnet mir das Haus vererbt hat? Mei, du bist halt sein Neffe. Und vielleicht will er, dass du deine Wurzeln zurückfindest. Ja, meine Wurzeln sind ganz woanders. Ja, nein, nein, nein. Dein Kopf ist woanders. Aber deine Wurzeln und dein Herz, die sind da. Ja, aber. Nichts aber. Das ist ja so. Selber gebacken, unter fachmännischer Anleitung natürlich. Bitte. Danke, Richard. Eigentlich solltest du dich beim Herbert bedanken. Ich habe ihm ja nur geholfen, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Es ist ganz einfach. Danke dir für den schönen Abend. Hallo? 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 Sie sind mit der privaten Mailbox von Richard Steiner verbunden. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Wie lange willst du mich eigentlich noch hinhalten? Ruf endlich zurück, heute noch! Bleib ruhig liegen. Ich kümmere mich heute um Robin. Schaffst du das neben der Arbeit? Mit Leichtigkeit. Vierte. Vierte? Ich gib's dazu. Ein bisschen auftaut ist er schon. Trotzdem. Warte nur. Wir werden uns noch alle wundern über den Richter. Grüß Gott miteinander. So. Was gibt's für mich zu tun?
Sie hatten völlig recht. Womit? Ja, ich habe meinen Freund zum Teufel gejagt. Genauso, wie Sie das gesagt haben. Soll ich das gesagt haben? Ja. Entschuldigen Sie, Herr Steiner. Ja, danke. Ja, ich meine, manche Menschen muss man zu ihrem Glück zwingen. Und ich glaube, Ihr Freund ist auch einer von dieser Sorte. Ja, wo bleibt Ihr Kampfgeist? Mit den Mitteln einer Frau. Früher oder später wird er sicher einsehen, wo er eigentlich hingehört. Meinen Sie? Ja, da bin ich ganz sicher. Ja. Ja, Sie haben recht. Mal wie immer. Danke, Herr Steiner, danke. Bitte. Vorsicht. Opa, bringst du mir jetzt das Angeln bei? Sag mal, willst du nicht lieber mit deinen neuen Freunden spielen? Mit denen rede ich nie wieder. Immer will Timmy die Leine von Bruno halten. Hm. Du hast es mir versprochen. Tja, und was man verspricht, das muss man auch halten. Ich kann gar nicht glauben, wie sehr Richard sich verändert hat. Unterschätzen Sie Ihren Anteil nicht. Sie haben einen großen Einfluss auf Ihren Mann. Wenn ihn jemand dazu kriegt, das Hotel zu übernehmen, dann sind Sie es. Man sieht doch, welche Freude Sie daran haben. Ich habe eigentlich immer von sowas geträumt. Naja, Clarissa und Robin würden mir schon fehlen. Ach, das Hotel ist doch nicht aus der Welt. Wie sagt man hier in der Gegend? Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Ich gehe schon. Danke. Frau Scholz. Frau Steiner. Freut mich sehr. Probleme in der Kanzlei? Keine, die er mal nicht lösen könnte. Wir haben einiges zu besprechen. Moment. Ich muss Sie leider enttäuschen. Wir sind ausgebucht. Machen Sie sich keine Umstände. Mein Rückflug geht um 21.40 Uhr. Warum hast du den Fisch wieder in den See geworfen? Der freut sich jetzt seines Lebens. Und du isst doch sowieso lieber Fischstäbchen, oder? Können wir nicht für immer hier bleiben? Möchtest du das gerne? Ich find's schön hier. Sieh mal, da ist die Frau, mit der du geknutscht hast. Was? Was redest du denn da? Guten Tag, Dr. Steiner. Robin, geh schon mal rein, ich komm gleich nach. Ich nehme an, du kommst aus einer wichtigen Besprechung? Gibt es in der Kanzlei nicht genug zu tun? So was Ähnliches wollte ich dich eigentlich auch fragen. Wie siehst du überhaupt aus? Wollen wir hier über Kleider reden, oder? Richard, warum rufst du nicht zurück? Weißt du eigentlich, was in der Kanzlei los ist? Deine Tochter ist gerade dabei, die Übernahme von Bramberg zu sabotieren. Warum sollte sie das tun? Na, rat mal. Sie hat was mit Bramberg. Ach, Blödsinn. Das sind ja ganz neue Töne. Dabei passt doch sonst eigentlich kein Blatt zwischen uns, hm? Da schau. Ist das eine von uns? Na sicher. Na, die legt sie aber mächtig ins Zeug fürs Hotel. Nicht schlecht. Hallo, Robin. Na, war schön beim Angeln? Ja, super. Aber jetzt habe ich Hunger. Ja, die Elisabeth hat sicher was für dich. Wo hast du denn den Opa gelassen? Der ist draußen mit der Frau. Welche Frau? Die aus seiner Kanzlei. Ah. Die beiden knutschen bestimmt wieder.
Also, schieß los. Bramberg hatte den Flo ins Ohr gesetzt, dass er nur verkauft, weil man ihn unter Druck gesetzt hat. Ist da was dran? Hirngespinst. Er hat nichts in der Hand. Na gut. Ich werde das mit Clarisse erklären. Wann, Richard? Unser Mandant wird ungeduldig. Ja, so bald wie möglich. Seit wann bist du eigentlich so unverbindlich? Ich glaube, die Landluft bekommt ihr nicht, hm? Komm, lass uns von hier verschwinden. Ich habe dich für heute Abend auf die Maschine nach Berlin gebucht. Ich fürchte, da wird ein Platz frei bleiben. 2 Tage in der Zivilisation und du bist endlich wieder der Richard, den ich kenne. Annette! Mit all seinen Talenten. Lass doch diese Kinder rein! Gut, dann lass uns endlich wie Erwachsene benehmen. Lass mich raten. Es ist nicht so, wie es aussieht. Christina, das mit Frau Scholz ist außen vorbei. Ja, das habe ich gerade gesehen. Christina, bitte. Weißt du eigentlich noch, warum wir hergekommen sind? Für einen kurzen Moment habe ich geglaubt, du meinst es ernst. Dass dir noch was liegt an unserer Ehe. Natürlich liegt mir was dran. Du hast es versaut. Wo willst du eigentlich hin? Ich gehe nirgendwo hin. Du gehst. Wieso glaubst du ihm? In seiner Situation kann der Bramberg viel behaupten. Ja, die Konkurrenz macht ihn fertig. Die ruiniert ihn so und so, nicht? Die erhöhen die Preise und dann ist er fertig. Aber darauf lassen die sich doch nicht ein. Na gut, wenn du meinst, dass da was dran ist. Also, mein Segen hast du. Der Mama? Ja, der geht's gut. Ja, richtig aus. Gut, Clarissa, dann gute Nacht, Bussi, und schlaf gut. Haben wir noch ein Zimmer frei? Für dich immer. Magst du einen Schnitt? Gern. Sag mal, du arbeitest noch. Ich habe noch was fertig gemacht und die Elisabeth und der Johann, die haben Grundreinigung. So was Ähnliches habe ich auch hinter mir. Ich weiß. Wir haben es mitgekriegt. Tja. Frage ist, was soll ich jetzt machen? Na? Danke. Das Positive drin sehen. Dass meine Frau mich verlassen hat. Also, wenn das positiv ist. Sehr froh, dass es ihr so nahe geht. Wenn sie egal wäre, dann hättest du keine Chance mehr. Ob ich überhaupt noch eine hab? So wie ich deine Frau kenne? Ja. Ah ja? Scheinst du meine Frau mittlerweile gut zu kennen? Du, die Christina ist schwer, ne? Vorsicht. Deine Frau gibt sich nicht damit zufrieden. Mit einem Rausschmiss. Keine Sorge. Du weißt ja, den Appetit hole ich mir vielleicht woanders, aber gegessen wird zu Hause. Können wir? Oh, unser Held. Habe die Ehre. Da haben Sie sehr was Sauberes geleistet. Um das wieder auszubügeln, da muss uns schon was Gescheites einfallen. Uns? Jetzt, also, es könnte ja kommen. Wir haben doch nichts zu verlieren. Hallo? Ich hätte gerne die Rosen und zwar den ganzen Topf voll. Ah, hallo Susi. Haben Sie eine Verkäuferin gesehen? Wieso? Ja, ich weiß ja nicht. Ist das hier ein Selbstbedienungsladen? Haben Sie Ihr Problem gelöst? Welches? Ja, das mit Ihrem Freund. Ach ja, weil Sie wissen ja gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, Herr Steiner. Weil Sie jetzt vorhin gehört. Ja. Er will mir einen Heiratsantrag machen. Na dann, gratuliere. Ja.
Sagen Sie, dass hier niemand ist? Also, wenn Sie wollen, dann gebe ich ihr das Geld. Ja, ich weiß ja gar nicht, was die Rosen kosten. 135. 135. Grüß dich, Susi. Ich hab's genau recht. Oh, danke. Bitte. So. Und den Eimer, den holt sich die Verkäuferin dann vom Hotel wieder ab. Und Sie sagen einen schönen Gruß an Ihren Freund. Unbekannterweise. Danke, Herr Steiner. Bitte. Wiederschauen. Wiedersehen. Heiratsantrag? Nein, Hannes. Ich kann nicht mehr. Ich kann ihm das doch nicht durchgehen lassen, nur um das Hotel zu retten. Sie haben das selbst gesagt, der Richard hat sich verändert. Ja, ich fürchte, da habe ich mich getäuscht. Was er getan hat, lässt sich nicht schönreden, das ist klar. Aber was immer es auch war, das ist eine Altlast. Na, quasi aus einem früheren Leben. Und? Na, was wäre, wenn Sie es nie erfahren hätten? Verstehe. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Männerlogik. Um das Haus tut's mir genauso leid wie Ihnen. Und das alles hier aufzugeben, wird mir verdammt schwer fallen. Aber eines kann ich Ihnen verraten. Ich mache mein Glück nicht länger von meinem Mann abhängig. Christina, was passiert ist, tut mir wirklich furchtbar leid. Ja, ich hatte ein Verhältnis mit Frau Scholz, aber das ist vorbei. Weil ich euch erwischt habe. Warum soll ich glauben, dass du dich so plötzlich verändert hast? Das musst du doch gemerkt haben. Ich glaube nicht, dass ich das Risiko noch einmal eingehen möchte. Christina. Was wird aus dem Hotel? Der Beziehung habe ich dir nie was vorgemacht. Ich meine, erwartest du allen Ernstes, dass ich alles aufgebe, nur um ein Hotel zu leihen? Erwartest du allen Ernstes von mir, dass ich mit dir in unser altes Leben zurückkehre? Opa ist ganz traurig. Das bin ich auch. Hast du ihn denn nicht mehr lieb? Natürlich. Deshalb ist es ja so schwer. Hallo, Fritz. Guten Tag, Frau Steiner. Soll ich nicht lieber bei dir bleiben? Nein, nein. Geh nur zu deinen Freunden. Ich bringe Robin morgen früh zurück, wie besprochen. Timmy freut sich schon riesig, dass ich wieder ausgesöhnt habe. Steiner? Hallo, Clarissa. Der ist gerade raus. Nein, der ist zu Freunden und übernachtet auch da. Warum bist du denn so aufgekratzt? Gratulieren? Wozu? Richard hat was? Restaurant. Es wird gebraucht. Ich habe gerade
Wann wolltest du mir eigentlich sagen, dass Clarissa die Leitung der Kanzlei übernimmt? Ja. Würde das denn was ändern? Ist dir alles sehr geschickt eingefädelt. Dein Mann ist Anwalt. Und zwar ein ganz überheblicher, selbstgefälliger, ignoranter. Ja, mehr Komplimente an einem Tag ertrage ich nicht. Und bist du dir eigentlich so sicher, dass deine Taktik aufgeht? Weil du mich liebst. Und ich dich auch. Ab heute gibt's nichts mehr zwischen uns. Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt? Au! Ich hol's auch nicht, weil ich ins Spital. Na, das ist spannend. Ah, Mama! Aber es war schon mal blinder Alarm. Geht, Toni! Liesel, schnell, Schere und was zum Aufhängen. Wo sind denn die Handtücher? Ich schreibe auf den Bauch. Papi! Ja, fast schon wie die Mama. Unser Kleoni. Das ist schön. Es ist schön, ja. Macht euch keine Sorgen. Mutter und Kind geht's bestens. Wir nehmen es nur zur Kontrolle mit. Wir sollten packen, Christina, komm. Wovon redest du? Hast du nicht verstanden, was hier gespielt wird? Brauchst du eine Wiederholung? Alles noch mal auf Anfang und diesmal ein bisschen freundlicher zu eurem Hotelchef. Das habt ihr doch voll drauf, oder? Und so einfältig, wie ich dachte, bist du ja gar nicht. Wäre beinahe aufgegangen, dein kleines Bauerntheater. Und ich Vollidiot, ja, ich hab schon geglaubt, ihr meint das ehrlich mit mir, ohne irgendeine Rechnung aufzumachen oder etwas von mir zu wollen. Um so hintergangen zu werden, brauche ich nicht hier zu bleiben. Das kriege ich woanders auch. Komm, Christina. Der Einzige, der hier eine Rechnung aufmacht, bist du, Richard. Wenn du wirklich nicht verstehst, um was es hier geht und was für diese Menschen hier auf dem Spiel steht, dann... Was dann? Dann hast du dich nicht geändert. Der Vorstand von Birgel Back hat sich auf alles eingelassen und Birgel wird Brambergs Geschäfte als altes Traditionsunternehmen weiterführen. Saubere Arbeit, Clarissa. Tja, mit dem Erpressungsversuch wären wir in die Öffentlichkeit gegangen. Der Imageverlust hätte Birgel Millionen gekostet. Sollte man Gleiches die Gleichen vergelten? Erpresst haben wir sie nicht. Wilfried und ich mussten lediglich ein paar deutliche Worte finden. Wilfried? Bahnt sich da was an? Mal sehen. Jedenfalls fahren wir am Wochenende gemeinsam zum See. Robin abholen. Papa, willst du es dir nicht noch mal überlegen? Hm? Lügner gibt es in dieser Stadt mehr als genug. Ich weiß genau, was du meinst. Wie ich sehe, bist du endlich zur Vernunft gekommen.
Spar dir deinen Zynismus. Wie bitte? Was du mit Bramberg gemacht hast, ist versuchte Nötigung. Und sowas sieht man bei der Anwaltskammer gar nicht gern. Ach, so ist das. Gut, dann will ich das traute Familienunternehmen nicht weiter stören. Übrigens, der Landeisdeal stand dir besser. Für so einen Anzug hast du nicht die Klasse. Ich verstehe ihn schon. Der muss sich ja hintergangen fühlen. Das war unsere einzige Chance. Dann muss man davor haben, das sehen wir jetzt. Ach geh, jetzt gib doch dem Hannes nicht die ganze Schuld. Wenigstens hat er was probiert. Und? Der Gemeinderat hat unser Anliegen abgelehnt. Ja. Morgen sind die 4 Wochen um. Dann fällt das Hotel endgültig an die Gemeinde. Und was geschieht jetzt mit uns? Hannes und ich werden versuchen, euch woanders unterzubringen. Wir klappern jedes Hotel im Umkreis von 20 Kilometern ab. Ja, da ist sicher was zu machen. Nicht, dass Sie mir jetzt hier das Haus besetzen. Wir wollen doch nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Was haben Sie hier zu suchen? Das Abrissunternehmen möchte schon mal Maß nehmen. Noch gehört es nicht Ihnen. Das ist nur noch eine Frage von Tagen. Grüßen Sie Ihren Mann von mir, wenn Sie ihn sehen. Das können Sie selber tun. Richard! Herr Steiner, Sie hier. Was für eine Überraschung. Aus dem Geschäft wird nichts. Ich weiß. Um das Hotel zu erben, hätten Sie es 4 Wochen leiten müssen. Aber Sie sind ja schon nach 3 Wochen verduftet. Tut mir leid für Sie. Das war nur ein Außentermin, um Gäste zu akquirieren. Aber meine Angestellten können Ihnen gerne bestätigen, wie gut ich dieses Hotel geführt habe, nicht wahr? Verstehe. Was ist mit unserer Vereinbarung? Ich meine, immerhin haben wir doch. Leben Sie trotzdem wohl? Elisabeth. Jetzt holst du ein Obstler, weil jetzt wird gefeiert. Jawohl. Chef. Entschuldigung, Herr Steiner. Die Ricarda hätte sie so gern als Taufpate. Ein bildschönes Baby. Okay. Um so schön zu werden wie du, muss es sich aber noch kräftig ins Zeug legen. Sagen Sie der Ricarda, es wird mir eine große Freude sein. Oh mein, danke. Dankeschön, danke. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich liebe dich, Richard. Übrigens, im Zimmer 17 müssten dringend die Betten gemacht werden. Jetzt? Wenn du meinst, du bist der Chef.
Na Ruhe miteinander. Das Hotel wird nicht geschlossen. Karten sagen aber was anderes. Steht schlecht im Mund. Das hätte ich dir auch ohne deine Karten sagen können. Verschachert wird's und weggerissen. Sag einmal, hat uns der Willi je im Stich gelassen? Wir kennen's doch alle, den Onkel Willi, genauso gut wie ich. Ich bin sicher, er hat für uns vorgesorgt. Und soviel ich weiß, erbt sein Neffe, der Richard, das Hotel. Der wird sich einen Scheiß drum kümmern, was er sonst wird. Der holt sich seinen Scheck ab und weg ist er. Und ich sag euch, der Richard Steiner, der wird uns helfen. Herr Bramberg, ich glaube, Sie missverstehen da etwas. Was aus den Angestellten wird, das ist nicht mein Problem. Ich sorge lediglich für die zügige Abwicklung eines branchenüblichen Geschäfts. Weiter nichts. Warum kommen Sie nicht her und sagen meinen Angestellten ins Gesicht, dass sie bald auf der Straße sitzen? Die sitzen auf der Straße, weil sie Misswirtschaft betreiben, Herr Bramberg. Ja, Sie wissen doch genau, dass dieses Konsortium nur eines will. Die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen und den anderen schlechte Verträge aufzwingen. So ist es nun mal, wenn Sie mit weltweiten Märkten konkurrieren wollen. Herr Bramberg, meine Zeit ist bemessen. Mein Büro wird Sie auf dem Laufenden halten. Schönen Tag noch. Frau Breuer. Frau Breuer! Robin! Hallo, Opa. Was machst du denn hier? Final Countdown 2. Final Countdown 2. Guten Morgen, Herr Steiner. Guten Morgen. Ah, ich stehe beim Frühstück. Wenn Sie so fragen. Sie sind und bleiben eine echte Assistentin. Eine Assistentin mit geregelter Arbeitszeit und einem Privatleben. Jetzt werden Sie nicht persönlich. Was macht Robin hier? Das Kindermädchen Ihrer Tochter ist krank. Lassen Sie uns mal die Zwangsvollstreckung gegen Kunzmann besprechen. Gerne. In 12 Minuten. Wenn ich eine bessere finde, werden Sie ausgetauscht. Ich weiß. Morgen, Paps. Hast du einen Moment? Morgen, Clarissa. Ich bin mal die Akte zum Übernahmeverfahren gegen Bramberg durchgegangen. Ja, die Frau Scholz bearbeitet die Angelegenheit. Ja, schon, aber... Clarissa, bitte, ich meine, dein Arbeitseifer in allen Ehren, aber für sowas fehlt dir noch die Erfahrung. Aktennotiz im Verfahren, Kunzelmann. Guten Morgen, Dr. Steiner. Guten Morgen, Frau Dr. Scholz. Haben Sie einen Augenblick für mich? Kommt drauf an. Naja, ich hätte da einige Optionen. Annette, bitte. Frau Breuer kommt jeden Augenblick. Na und? Eine loyale Angestellte sieht über sowas hinweg. Ich möchte, dass sie ihre Loyalität woanders beweist. Wie ich? Bitte, Annette. Gut, wie du möchtest. Aber heute Abend bist du dran. Morgen Abend. Was Wichtiges? Meine Frau hat einen Termin zugesagt. Geht ihr endlich zum Scheidungsanwalt? Also bitte lasst diese Scherze. Wieso? Du sagst doch immer, ihr habt euch auseinandergelebt. Ja, haben wir ja auch. Dann beweis es mir. Wenn Sie dann die Firma Kämpfer noch mal anmachen. Habt ihr einen wichtigen Fall, Opa? Robin, du kannst nicht einfach so hier reinplatzen. Ich kümmere mich darum. Vergessen Sie die Akte nicht. Und was haben Sie für einen wichtigen Fall? Christina! Bist du oben? Christina? Ah, da bist du. Abend, Richard. Abend. Wo ist eigentlich der Makler? Der Makler musste leider gehen. Wieso? Der Termin war vor 1,5 Stunden. Also für so einen Auftrag kann man ein bisschen mehr Engagement erwarten, oder? Er will nichts von uns, wir wollen was von ihm. Normalerweise bist du der pünktlichste Mensch der Welt. Aber das ändert sich schlagartig, wenn es um was geht, was mir wichtig ist. Langsam habe ich das Gefühl, du willst das Haus gar nicht mehr. Solange wir unsere Wohnung der Stadt behalten, ist damit kein Problem. Kein Problem? Ist ja eine wunderbare Voraussetzung für ein gemeinsames Leben auf dem Land. Seit 2 Jahren reden wir davon, rauszuziehen. Und du weißt genau, wie sehr ich mir das wünsche. Ja, wir können ja drüber reden. Aber bitte, wenn du nicht willst, aber dann sag es endlich, klipp und klar. Und hör auf, mich hinzuhalten. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich will ich dieses Haus. Christina, wo willst du hin? Erstmal zu Clarissa.
Sie hat mich sowieso gebeten, die nächsten Tage auf Robin aufzupassen. Und dann? Vielleicht besuchen wir unseren Sohn in Princeton. Frank wird sich bestimmt freuen. Onkel Wilhelm ist gestorben. Hier ist die Ladung zur Testamentseröffnung. Dass ich es so erfahren musste? Wundert dich das? Ich meine, wie lange hast du deinen Onkel nicht gesehen? 40, 50 Jahre? Dafür gab es triftige Gründe. Für deinen Vater vielleicht. Du hattest keine. Trotzdem, es tut mir sehr leid für dich, Richard. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Was meinst du damit? Richard, ich habe einfach nicht mehr das Gefühl, deine Frau zu sein. Wir leben nebeneinander, nicht miteinander. Ah ja. Und da ist es die beste Lösung, einfach zu packen und abzuhauen. Ja, versuchst du wieder mir die Schuld in die Schuhe zu schieben? Bitte geh nicht. Was ist mit dem Testament? Glaubst du, dein Onkel vererbt dir was? Und wenn schon, die Bruchbude kann er behalten. Wir fahren dahin. Christina, bitte. Den Koffer packe ich jedenfalls nicht mehr aus. Jetzt liegt es an dir, ob ich damit zu Clarissa fahre oder für 3 Tage mit dir an den Tegernsee. Das ist Erpressung. Das ist, wie du willst. Die Entscheidung liegt bei dir. Warum ausgerechnet Jungschwan? Ja, weil heute ein besonderer Tag ist. Johann, hast du die Rahmsätze kalt gestellt? Ja, ist das so. Und vergiss nicht Zwiebelnägel. Ist recht. Am Städter kannst du nicht trauen. Da nutzen dann keine Extrawürst. Sind wir nicht zu ihm, wird er nicht zu uns sein. Jetzt sehen es klappt. Aber nicht, dass du nachher enttäuscht bist. Hauptsache ist, dass du mich nie enttäuscht. Einer muss sich um dich kümmern. Halt an, bitte. Jetzt, wo ich gerade überholen konnte. Ihm ist schlecht. Ich hab's gehört. Da. Das ist es. Das kann doch nicht sein. Die Luft wird dir gut. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Ich finde es wunderschön. Was soll denn das werden? Die Belegschaft des Hotels heißt sie herzlich. Ist der süß? Da musst du erst den Besitzer fragen. Ja? Bruno liebt Kinder. Der beißt ganz bestimmt. Er hat deinen seligen Onkel gehört. Grüß dich, Richard. Kennen wir uns? Also, ich bin doch... Der Lochbrunner, Hannes. Das gibt's doch nicht. Darf ich bekannt machen, das ist meine Frau Christina. Grüß Gott. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Grüß Gott. Du arbeitest in diesem Hotel? Seit fast 40 Jahren. Ah, sozusagen die gute Seele des Hauses. Sehr gut. Ja, dann kümmere dich bitte um das Gepäck und zeig uns unser Zimmer. Sonst noch was? Ja, einige Leute möchten dich kennenlernen. Die guten Geister unseres Hotels. Elisabeth Lochbrunner, unsere Köchin und meine Frau. Tag. Toni Schumacher, Oberkellner. Tag.
und Trautlinde Schopf, unser Tag. Zimmermädchen und die angenehm, Kör. Angenehm. Wirklich sehr freundliches Personal. Entschuldigung. Sehr angenehm. Ja, und das ist unsere neue Lobby. Auf die sind wir besonders stolz. Die Sanierungsarbeiten wurden erst in diesem Frühjahr abgeschlossen. Oh, das ist sehr überraschend für diese Gegend. Fast mediterran. So warme und freundliche Farben. Bisschen bunt, oder? Guter Innenarchitekt. Danke. Das war Ihre Idee. Gratuliere, sehr gelungen. So, können wir jetzt endlich das Zimmer sehen? Natürlich, darf ich vorgehen? Wirklich sympathisch, der Mann. Findest du? Den konnte ich als Kind schon nicht ausstehen. Ich weiß nicht, ob das nicht eher für ihn spricht. Badezimmer. Suite. Also besonders geräumig ist das nicht hier. Wieso denn? Ich finde das sehr gemütlich. Die Farben, das Licht. Schön. Ja, 3 Tage werden wir das hier schon aushalten. Ein schönes Stück. Und gut restauriert. Sie verstehen was davon? Alte Möbel sind meine große Leidenschaft. Gehört das dazu? Was? Ja, das Haus. Gehört das zum Hotel? Da hat dein Onkel gewohnt. Das hat der Willi gebaut, damit wir im Hotel mehr Gästezimmer haben. Ich verstehe. Glaubst du nicht, dass was Wichtiges fehlt? Was? Gäste. Wo sind die denn? Auf dem Parkplatz ist kein Auto, im Hotel ist kein Mensch. Tja, wir haben im Augenblick tatsächlich zu kämpfen. Vor 6 Wochen hat hier ganz in der Nähe so ein modernes Wellness-Hotel eröffnet. Aber normalerweise belebt der Konkurrenz das Geschäft. Tja, von wegen. Die wollen uns mit Kampfpreisen ruinieren. Aber jetzt bist ja du da. Und da wir alle davon ausgehen, dass du das Hotel erbst, also die wollen das Hotel einfach wegreißen. Für den Golfplatz. Das ist nicht Ihr Ernst. Christina, wir müssen zum Notar. Tja, ohne Ihre Hilfe sieht's düster für uns aus. Lieber Richard, nun weil ich endgültig nicht mehr unter dem Leben. Aber auch wenn ihr mich nicht mehr seht, ich bleibe immer bei euch und schaue von oben auf euch herab. Wenn der werte Notar Frei dir diese Worte vorliest, heißt das, du bist endlich wieder in deiner Heimat, der du vor so vielen Jahren den Rücken gekehrt hast. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, könnten Sie bitte zum Wesentlichen kommen? Hier vielleicht. Hiermit vermache ich meinem Neffen Richard Steiner das Hotel samt dazugehörige Grundstücke. Na bitte. Dann hat sich unser kleiner Ausflug ja doch gelohnt. Fahren Sie fort. Ich meine natürlich auch in anderer Hinsicht. Jedoch knüpfe ich an die Annahme der Erbschaft eine Bedingung. Vom heutigen Tag an musst du das Hotel leiten und alle Aufgaben eines echten Hotelchefs übernehmen. Für 4 Wochen. Meine Angestellten werden dem Notar Bericht erstatten, wie ernst du deine Aufgabe genommen hast. Erst nach dieser Zeit kannst du mit dem Haus anstellen, was du willst. Bitte? Vom heutigen Tag an musst du das Hotel leiten. Ja, ja, ist schon gut. Sag mir, ist der Onkel Willi auf seine alten Tage verrückt geworden? Wieso? Das ist doch ein faires Angebot. Faires Angebot. Ja, und ich kann meine Kanzlei 4 Wochen zumachen. Und meine Mandanten? Lade sie halt als Gäste in das Hotel ein. Also mir ist jetzt wirklich nicht nach Scherzen zumute. Ich verzichte. Wo muss ich unterschreiben? Also darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Meine Frau und ich, wir reisen in 3 Tagen ab. Wenn Sie bis dahin alles vorbereiten. Komm, Christina. Ja, komm. Herr Kollege. Mein Vater wusste schon, warum er mit seinem Bruder nichts mehr zu tun haben wollte. Dein Vater war ein Sturkopf, mit dem man nicht reden konnte. Ich kann dir auch sagen, was ihn dazu gemacht hat. Das waren die Gehässigkeiten von Onkel Willi.
und wie gehässig er war. Er hat dir ein Haus vererbt. Und ein ganz wundervolles noch dazu. Also ein bisschen mehr Verständnis könnte ich von meiner Frau schon erwarten. Siehst du nicht, wie man das hier zu schaffen macht? Richard, andere wären glücklich, so etwas zu besitzen. Ja, besitzen vielleicht, aber darin arbeiten. Wen rufst du an? Meine Kanzlei. Hast du nicht was vergessen? Und was soll ich denn vergessen haben? Wir sind hier, um ein paar romantische Tage zu verbringen. Ohne Telefon, ohne Arbeit. Wir könnten uns ja zum Beispiel mal wieder unterhalten. Ja, zumindest haben wir Glück. Fangen wir jetzt bloß nicht mit dem Wetter an. Noch ein Wunsch, gnädige Frau? Wo bleibt mein Kaffee? Ist in Arbeit. Vielleicht noch einen Knödel? Ja, gerne. Davon kann man gar nicht genug kriegen, nicht wahr? Ja. Falsche Baustelle, Casanova. Bringen Sie das in die Küche. Schönen Gruß. Der Anschlag mit Cholesterin ist fehlgeschlagen. War mir zu fett. Das hat er gesagt? Ach so, ein Trottel. Am besten ist, du schützt ihm seinen Kaffee über den Schädel. Der Richard hat die Erbschaft abgelehnt. Ja, super. Und da hätte man den ganzen Schmutz ersparen können. Das ist eine Katastrophe. Na, die war's, den zum Chef zu haben. Jetzt sind wir erledigt. Aber geh. Werd nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Grüß Gott, die Herrschaft. Kennen wir uns? Knoll, mein Name. Kurt Knoll. Sie sind der Neffe von Wilhelm Steiner, nicht wahr? Bitte, nehmen Sie Platz. Ich arbeite für Golf Universum. Ein Unternehmen, das Golfplätze plant und errichtet weltweit. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Verstehe. Aber in dem Punkt werden wir uns sicher einig. Machen Sie einen Witz? Ich könnte noch 5% drauflegen. Dafür müsste es dann aber schnell gehen. 3 Millionen? Sind 4 Wochen schnell genug. Guten Tag, Herr Moll. Mein Name ist Knoll. Was soll denn das? Erbringen Sie mir einen normalen Kaffee. In Arbeit. Ich hätte auch gerne einen Kaffee, bitte. Sehr gern, gnädige Frau. Darf für Sie auch was sein, Herr Moll? Also, Interesse? Nein. Ja. Kriegen Sie den Vertrag in 4 Wochen in trockene Tücher. Sie bekommen umgehend einen Vorvertrag zugeschickt. Mein Büro wird sich darum kümmern. Ich selbst muss morgen in die Karibik. Wir öffnen dort ein neues Golfresort. Also, falls Sie mal Lust auf Tropen haben. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, jetzt schau mich nicht so an. Wenn ich die Erbschaft ablehne, fällt das Haus an die Gemeinde. Und die reißen den Schuppen sowieso ab. Also, warum sollten die das Geld einstreichen? Hast du bei deinem Verkaufsgespräch nicht eins vergessen? Du hast die Erbschaft abgelehnt. Hallo, Herr Notar. Jetzt noch mal Steiner. Das lässt sich nun mal nicht ändern. Und denk an den Gerichtstermin am Dienstag. Ja, klar schaffst du das. Ich meine, notfalls ist die Frau Scholz da. Und wenn irgendwas ist, ich bin über Hände zu erreichen, hast du die Faxnummer vom Hotel. So. Gute Nacht, Robin. Schlaf gut. Gute Nacht, Omi. Den Urlaub sagst du selbstverständlich ab. Und um Robin mach dir mal keine Sorgen. Er fühlt sich hier saugut. Clarissa, das hat jetzt nun wirklich Vorrang. Du wolltest mir doch immer beweisen, was du auf dem Kasten hast. Also bitte, halt dich dran. Na, bis morgen, Pussy. Und was ist mit den Leuten? Was für Leuten? Na, den Angestellten hier. Oder soll ich besser sagen, deinen Angestellten? Ja, was soll mit denen sein? Kannst du das wirklich vor dir verantworten, dass die alle auf der Straße sitzen? Ja, die werden doch irgendeinen Job finden. Das ist heutzutage nicht mehr so einfach, das weißt du ganz genau. Christina, das ist nun wirklich nicht mein Problem. Es ist deins geworden. In dem Moment, als du die Erbschaft angenommen hast. Ja, hätte ich das abschlagen sollen. Ich bitte dich, 3 Millionen in 4 Wochen. Ist ja wie ein Lottogewinn. Geld haben wir genug. Davon kann man nie genug haben. So, und ich nehme jetzt erstmal ein Bad. Ja, du hast doch gehört, was der Notar gesagt hat. Der Steiner muss das Hotel vorher 4 Wochen leiten, bevor er es verkaufen kann. Umso schlimmer.
Wirst sehen. Erst wird er uns nach Strich und Faden schikanieren und dann wird er uns auf die Straßen setzen. Guten Abend. Ach, Frau Steiner. Guten Abend. Ist die Bar noch geöffnet? Selbstverständlich. Das ist gut. Ich könnte was Hochprozentiges gebrauchen. Cognac? Ja, bitte. Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Eine Laus? Mein Mann. Ich glaube, ich schenke Ihnen lieber gleich reinen Wein ein. Mein Mann wartet nur drauf, das Hotel an diesen Knoll zu verkaufen. Wir haben uns das eh schon gedacht. Der Toni hat ihn mit dem Knoll gesehen. Es tut mir leid, aber was aus Ihnen wird, ist dem völlig egal.